Schlimmste, meine Willkommen zurück zu einer Folge. Jo, diesmal ist ja eigentlich irgendwie kein anderer Teil. Diesmal ist hier in Clan War wieder. Bei Clash of Clans. Ja, ich bin ja wieder in der Tactical Army. Ich war auch schon recht fleißig. Ja, also hier die Base, da läuft es eigentlich gut. Die verborgenen Teslin, die gehen hier gerade was weiter nach oben. Ja, den tue ich auch bald auch wieder auf 7 machen. Das Gold habe ich ja, wie ihr seht. Und die X-Bögen sind schon auf 3. Hier der Golem geht gerade auf 3. Ich war hier schon fleißig auf Golem 4 an. Und ja, ich würde sagen, jedenfalls warten wir nicht weiter. Wir gucken uns jetzt den Clan War an. So, ach wartet, ich werde hier gerade noch Musik aus. Jetzt kann ich Musik einblenden. So, dann, der Clan War hier hat noch nicht begonnen, oder muss ich nachher mal die Truppen vorbereiten. Deshalb, wo war das nochmal da? Clan hier, Pixlock, genau dort. Den letzten haben wir gewonnen nach ein paar Verlusten. Ja, es lief halt nicht so gut in letzter Zeit. Aber gut, das hat sich wieder geändert. Dann, ja. Gehen wir mal oben. Boah, ich habe ganz vergessen, wie man das hier aufnimmt. Das ist lange her. So, hier beginnen wir mit meinem Angriff. Da, oh, ich hasse das neue Giftzauber-Mechanik. Ich habe schon ein paar meiner Magier, aber das hat nichts ausgemacht. Den Twist habe ich trotzdem bekommen. Na gut, ich mache noch die Golems und Drucks und dann kann ich auch mal schon die Stars versuchen. Das geht hier nicht, das geht nicht. Da unten habe ich wirklich nur ganz knapp den Booster bekommen. Wobei, nee, hier waren ja noch Barbaren. Ja, nee, die hatten ja eh noch etwas gemacht. Und da ganz gut platziert die Riesenbombe. So, der zweite Angriff kommt vom Vance. Ja, leider etwas verkackt. Aber es kann nicht jeder Angriff perfekt sein. Ja, da wurde er gut aufgesprengt. Oder sie. Ich weiß nicht, ob Vance männlich oder weiblich ist. Ah, die Erdbebenzauber hat er, sie, es leider etwas schlecht platziert. So, aber den Drachen hat sie unter der oder ist getötet wie nix. Oh yeah. So, morgen kommt wieder eine Undertale-Folge. Undertale, ja, muss ich halt jetzt noch erstmal die Viecher töten, um mit Genocide weiterzumachen und dann bin ich wieder auf. Da habe ich noch die 3 angegriffen. Da ist aus zeitlichen Gründen leider gescheitert, weil Supercell sich dachte, es wäre toll, die Zeit wieder auf 3 Minuten runterzumachen. Vorhin war sie ja bei 3,5 Minuten gesettet. Aber ja, das hat funktioniert. Weitere Auswirkungen auf den Klangkrieg hat es eh nicht gehabt. Es wurde halt nur etwas knapp noch mit Limits Angriff, aber es ging. So, jedenfalls, ihr seht ja hier, in letzter Zeit hatten wir eine kleine Loose-Strähne. Wenn ihr gerade planlos seid oder insgesamt keine Hobbys habt, könnt ihr ja gern zu uns kommen. Wir brauchen ja gerade ein paar Leute. Das ist von mir nicht klar. Wir kämpfen halt zum Spaß und nicht um zu gewinnen, aber trotzdem, wenn man jeden Clan War verliert, ist ein bisschen frustrierend. Deshalb, wenn ihr gerade einen Clan sucht, dann seid ihr herzlich willkommen. So, da hat der König noch mal gebrüllt und er hat's genossen. So, ja, und da war die Zeit halt. Bitte, bitte, Variable der Zeit. Da kommt jetzt mein nächstes 80% Angriff. Oh yeah. Loch hat zum Start. Na, im nächsten Satz wird sich sowieso etwas bessern. Der Frankie, der geht jetzt gerade auch auf Ork. Ja, da blendet jetzt die Orks und da wird es sowieso auch wieder etwas besser aussehen. Wenn man sich das jetzt gerade so anguckt, sollte man gar nicht erwarten, dass da noch so viele Prozente rausgeholt wurden. Na Gott, der Mini halt. Ja, und da ging dann die Zeit aus. So, hier, oh, der AD-Miral. Da hat der Mensch die 100% geholt. Ja, ich nenne ihn jetzt einfach der. So wie ein Undertale, ich einfach sage, warte, sag ich mal, they, nee, they come, das kann man sogar nicht auf Deutsch übersetzen.
Dann wäre ich wieder bei sie und sie wäre sowohl Mehrzahl als auch weiblich. Das wird dann wieder Verwirrung. Da wird sich dann wieder anhören, als würde ich den wirklich als Freund interessieren. Ich bleibe einfach meine Pflanzen eher. So, wo das wird klappen. Ah, das ist 100% Angriff. Bäm! Da waren die Bogis tot. Da, die diese Bogen jetzt getroffen. Sehr sogar. Da gibt's nicht dafür zu kommentieren. Und wie findet ihr die Hintergrundmusik? Jo, ich weiß. Hört sich gerade so an, oder? Ne, ich weiß nicht, ich höre sie ja gerade gar nicht. Bin ich jetzt ein Outsider? Bitte sag mir nicht, dass ich ein Outsider bin. Oh! Das wird da wirklich knapp. Ach nee, das wird gar nicht knapp. Das ist einfach nur die Zeit, die dort von der Wiederholung dort erklärt. Okay. I'm sorry. Dann hier die 7, der Limit. Ja. Das war dann auch der Angriff, wo ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, ob er sie schafft, weil Limit hat eine recht hohe 1%-Quote. 1%-Quote, 1-Stern-Quote. Und da habe ich mir wirklich noch Gedanken gemacht, ob er hier den noch schafft. Es hat funktioniert, das ist Weber gemacht. Na gut, auch wenn er hier in uns nur einen Stern rausgeholt hätte, hätte es ja noch gereicht, um den CW zu gewinnen. Weil von den Prozenten her waren wir definitiv höher als die Gegner. Auch schon zu der Zeit, wo wir weniger Sterne hatten als die. Boah, ich finde die neue Bombenanimation einfach so witzig. Wie noch so die Druckwelle kommt. Und er kann mir sagen, wer was will, was er will. Das ist klasse. Ob ihr nun da seid oder nicht! So viel zum Limit. Da hat er wirklich mit P-Barge was hinbekommen. Ne, mit G-Barge. So, mein zweiter Account geht bald auch auf Tier 8. Der ist bald so ziemlich maxed. Dann kann er auch noch einmal. Und ich glaube, wenn der gut Tier 8 ist und mein Hauptaccount hier auch so die gröbste Dev-Sachen fertig hat und AMX ist, ja gut, AMX nicht vielleicht unbedingt, nur so die relevanten Sachen, Blocks und Golems, alles andere wird sich ja kaum, ich bin nicht so der luftige Typ. Nee, 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 Messers mit mag ich nicht. Ja, dann werde ich hiermit auch gegen TA 10 gehen. Da brav maxen kann der zweite Account. Der will in die Luft gehen, Leute. Also jetzt nicht explodieren und sterben oder so, aber... Oh. Ja, der hat was gerissen. Der Ju. Oh yeah. So, der Ju bemüht sich jetzt in letzter Zeit auch etwas weiter hochzugehen. Aber gut, das brauche ich gar nicht. CW bekommt er eh hier so ein CA. Ja. Ja gut, das funktioniert auf jeden Fall mit ihm. Deswegen, wir sind hier immer noch nicht so der Clan, der gegen CW gewinnen muss. Man hat ja auch gesehen, wir sind hier vor allem die Clan. Bam! Dude. So, und da hinten tut der liebe Targaryen noch was reißen. Und so was funktioniert. Und das war die Geschichte von Eis und Feuer. Und jetzt kommen wir zum krassesten aller Angriffe, den Angriff von Project NoDev. Ah ja, Project NoDev hat es endlich geschafft. Der geht jetzt auf... Ach warte, dann kann ich das ja machen. Es ist ja schon eine Weile her, dass das letzte Project NoDev Update kam. Ja, es hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich hat Project NoDev in letzter Zeit nicht so viel gerissen. Project NoDev hat eigentlich im Prinzip nur herumgelungert bei TA 6. Wie weiter kam der nicht mehr? Nix. Ja, also, der liebe NoDev hatte in letzter Zeit wirklich große Probleme, überhaupt das Gold zusammenzubekommen für TA 7. Aber, ja, mit dem Account habe ich es letztendlich auch geschafft. Der geht jetzt hoch. Falls er auch nicht hoch ist, ich weiß nicht. Muss ich mal gerade gucken, wie lange dauert das noch? Ach, wartet, dann loggen wir uns direkt mal bei dem ein. So, ja, komm. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Da, Project NoDev. Laden. Bestätigen! Fling! So, ja, hier habe ich wieder ein paar Trophies verloren. Das ist auch nervig. Die stehlen mir ab und zu recht viel.
Es hängt damit zusammen, dass sie mindestens die Hälfte ihrer Truppen gesetzt haben müssen, damit ich ein Schild bekommen kann. Ja, es war so beim alten System irgendwie schon ein bisschen besser geregelt, also das finde ich jetzt wirklich kacke. Da Supercell gibt einem jetzt überhaupt keinen 3 Euro mehr für solche Projekte. Aber es hat irgendwie funktioniert. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. So, dann 6 Stunden dauert es sogar nur noch. Wie viele Gems? Würde ich die Gems? Nee, schade, zusammenkriegen würde ich es jetzt nicht unbedingt. Na gut, das ist jedenfalls jetzt der momentane Stand. Ja. Oh Gott, das wird witzig. Ich bin mal gespannt, wie ich hier bei TR7 so zurechtkomme. Na gut, wenn der Clan, wollte ich schon sagen. Wenn ihr der Account zusammenbricht. Nö, auf keinen Fall. Ne, niemals. So. Ach ja, genau, noch eine Sache hier zu Clash of Clans. Bald sind wir mit Undertale fertig und da werde ich auch wieder etwas öfters Clash of Clans Videos bringen. Ja, hier, wo ist der Account? Da, Videoaufnahme. Geh ich mal hier ganz rein. Ja. Blood Jade, oh yeah. Ist das Agent? Und, ja, bist das Agent, voll das englische Wort, ich weiß. Vor allem, dass es im Englischen auch hier die Umlaut gibt. Nein. Ja, oh, ich habe Erfolg freigeschaltet. Süßer Sieg. Ich hatte jetzt hier gedacht, so der Erfolg mehr als 5 Wochen inaktiv oder sowas. Na gut, ach du Schande. Was ist denn hier passiert? Lol. Pff. Wie viele Leute hier einfach mal reingekommen sind ohne Grund. Was ging denn da ab? Na gut, hier jedenfalls, Clan, hier die Wiederholungen für die Videoaufnahmen von Green Emerald senden. Danke. Ja, das ist der Clan, der heißt Wiederholungen. Und wie der Name schon sagt, könnt ihr mir hier in den Chat eure Wiederholungen senden. Ich gucke dann ab und zu mal rein und werde die Wiederholungen aussenden. Ja, ob es nun ein krasser Angriff war, ein schlechter Angriff oder sowas, könnt ihr reinschreiben. Ich werde die dann mal aufnehmen, wenn ich Bock und Lust habe und so witzig bin. Jo, falls überhaupt jemand irgendwas sendet. Das steht ja auch noch in Frage. Na gut, bis dann jedenfalls, Leute. Ciao.